Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 5. Nun stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Hiob, Kapitel 1, Vers 20. Kaliel. Irene war sich nicht recht sicher, was sie davon halten sollte, dass er einen Engel beim Namen nannte. Noch lange hatte sie am Morgen bei ihm gesessen und ihm erzählt, was geschehen war. Auch nachdem er längst eingeschlafen war, hatte sie weitergeredet. Sie hatte ihm von ihrem Leben erzählt, von Jean und von jedem Tag, an dem er von See nicht zurückgekehrt war. Sie hatte ihm erzählt, wie es war, als Witwe allein mit ihrem Sohn und ihrer Mutter zu leben. Sie hatte ihm von unausgesprochenem Misstrauen der anderen Leute aus Valencas erzählt. Eine junge Witwe wie Irene bedrohte den Dorffrieden. Die anderen Frauen hielten sie für mannstoll und liederlich. Und die meisten Männer hätten es wohl gerne so gehabt. Aber sie hatte gekämpft und sie behauptete sich. Jeden Tag. Ganz allein. Irgendwann war ihre Mutter gekommen und hatte sie von dem schlafenden Engel weggezogen. Erst da hatte sie bemerkt, dass sie weinte. Jetzt war sie draußen auf dem Hof und hackte Feuerholz. Eigentlich hatte sie sich draußen Arbeit gesucht, um sich etwas zu beruhigen. Aber während sie mit energischer Wut ein Scheit nach dem anderen spaltete, rannen ihr schon wieder die Tränen über die Wangen. Sie konnte noch nicht einmal genau sagen, warum sie weinte. »Wie geht es deinem himmlischen Patienten?« Die Stimme ihrer Schwägerin ließ Irene aufschrecken und herumfahren. Pauline stand mit einem Weidenkorb am Zaun und sah zu ihr herüber. Schnell legte sie das Beil auf den Hockklotz und wischte sich mit ihrer Schürze über das Gesicht. »Was willst du hier, Pauline?« fragte sie unwirsch. »Ach, ich wollte mich nur nach ihm erkundigen. Außerdem brauchen wir Eier und Milch.« Pauline war Jeans ältere Schwester. Sie war eine große, rundliche Frau und eigentlich verstand Irene sich ganz gut mit ihr. »Du sollst alles bekommen, Pauline. Dem Engel geht es schon besser. Er hat heute Nacht endlich das Bewusstsein wieder erlangt.« »Kann ich ihn einmal sehen? Wie ist er denn so?« Irene konnte deutlich die ungezügelte Neugier in den Augen ihrer Schwägerin aufflackern sehen. »Er schläft schon wieder. Er war als Bote nach Cluny unterwegs, um die Stadt vor dem bevorstehenden Überfall durch die Traumsaat zu warnen. Und sein Name ist Kaliel.« »Der Ärmste, es war sicher ein Schock für ihn, dass er zu spät kam. Und du hast ja erzählt, dass er außerdem auch noch seine Flügel verloren hat. Aber du kümmerst dich gut um ihn, nicht wahr?« Pauline lächelte verschmitzt. »Pauline, bitte, er ist ein Engel.« »Aber so ein Engel ohne Flügel und doch sicher ein hübscher Bursche. Ich werde dir jetzt Eier holen.« Mit diesen Worten ließ Irene ihre Schwägerin am Zaun stehen und stapfte wütend auf das Haus zu. »Und die Milch!« rief Pauline ihr nach. Natürlich war Kaliel ein Engel, aber Irene hatte auch festgestellt, dass er ein, nun ja, männlicher Engel war. Sie hatte lange überlegt, ob das bedeutete, dass alle Engel männlich waren, war aber zu keiner schlüssigen Antwort. In den nächsten Tagen mied Irene Kaliel so gut sie konnte. Das war nicht allzu schwer, da er immer noch fast die ganze Zeit schlief.
In die Bewusstlosigkeit fiel er jedoch nicht wieder zurück. Selbst wenn er schlief, war er jetzt aktiver. Wenn er einen Fieberschub hatte, wälzte er sich immer wieder im Schlaf herum, stöhnte und schrie manchmal. Eines Nachmittags kam Dominik aufgeregt zu ihr gelaufen und zog sie an ihrer Schürze zu dem schlafenden Engel, der offensichtlich einen besonders schlimmen Albtraum hatte. Er schien von einem Feuer bedroht zu werden. »Was geschieht mit ihm, Mutter? Er träumt von seinem Kampf mit der Traumsaat, Dominik. Du weißt doch, dabei wurden seine Flügel verbrannt. Und von einem so schlimmen Erlebnis bekommt sogar ein Engel Albträume.« Dominik schien mit dieser Erklärung zufrieden zu sein. Aber sie war sich sicher, dass es in den Träumen des Engels noch um etwas anderes gegangen war. Die Dörfler von Valenkas kamen jetzt häufiger zu Irene, um etwas zu kaufen. Das war gut so, aber Irene wusste auch, dass sie vor allem kamen, um Neuigkeiten über den Engel zu erfahren und ihn vielleicht sogar zu sehen. Auch wenn sie bei manchen Fragen nur den Kopf schütteln konnte, sagte sie ihnen, was sie wusste. Sie hoffte, dass Ehrlichkeit der Bildung allzu haarsträubender Gerüchte am besten vorbeugen würde. Kaliel spürte, dass er immer noch fieberte. Wenn er zwischendurch bei klarem Verstand war, konnte er sich schwach an die langen Phasen erinnern, in denen das Fieber ihn fest in seinen Krallen hatte. Er aß die heiße Suppe, die Irenes Mutter ihm einflößte, und versuchte den Frauen seine Pflege so sehr zu erleichtern, wie er nur konnte. Aber im Grunde war es ihm egal, ob sie ihn pflegten. Sie hätten ihn auch ebenso gut allein draußen im Wald liegen lassen können. Ein solches Schicksal hätte er mit derselben Gleichgültigkeit ertragen. Manchmal, wenn er wach lag und die anderen Bewohner des Hauses schliefen, sprach er stumm mit Gott. Aber er hatte dem Herrn nur Bitterkeit entgegenzubringen. Und der Herr antwortete nicht. Wenn es eine Prüfung war, dann wollte er wenigstens wissen, warum der Herr es ihm auferlegt hatte. Hatte er ihm denn nicht immer gut gedient? War nicht seine ganze Existenz als Engel ein Dienst am Herrn und seiner Schöpfung? Ein Opfer, das er brachte? Oder war schon dieser Gedanke lästerlich genug, um eine solche Strafe zu rechtfertigen? Denn was außer einer göttlichen Strafe konnte es sein, dass er hier erlebte? Warum, wenn nicht um ihn zu strafen, hatte der Herr ihn im Moment seiner größten Not im Stich gelassen und ihn dennoch nicht sterben lassen? Er wäre lieber gestorben oder besser nie geboren. Er spürte den Schmerz in seinem Körper wüten und dachte an seine verbrannten Flügel. Kaliel fühlte sich so allein, wie noch nie zuvor. Wenn da doch bloß jemand gewesen wäre, der ihm zuhörte. Er hatte sehr wohl bemerkt, dass die junge Frau, die ihn gerettet hatte und die offensichtlich die Herrin dieses Hauses war, ihm seit der Nacht, in der er erwacht war, aus dem Weg ging. Marie, ihre Mutter, kümmerte sich zwar rührend um seine Wunden und versorgte ihn mit Essen, sprach aber nicht mit ihm. Und den Jungen, Dominik, schienen die Frauen absichtlich von ihm fernzuhalten. Als es sich nach ein paar Tagen ergab, dass Irene ihm sein Essen ins Lager brachte, war Kaliel dankbarer, als er sich selber eingestellen wollte, und fragte sie nach ihrem Hof und anderen belanglosen Dingen, damit sie ihn nicht gleich wieder allein ließ. Erst beantwortete sie all seine Fragen einsilbig, nahm sich dann aber einen Schemel und setzte sich an sein Lager. »Wenn du Fieber hast, sprichst du im Traum«, stellte sie fest. Er nickte und sah sie durchdringend an. »Und was hast du gehört, Irene?« »Du sagst immer wieder denselben Namen. Anne.« Der Engel schwieg. »Wer ist sie? Ist sie auch ein Engel?« Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, stahl sich ein leises Lächeln auf seine Lippen. »Nein«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Ich kenne Anne von früher, aus meiner Kindheit. Wir lebten damals in derselben Stadt.« »Ihre Familie und die Beine waren eng befreundet, und deshalb haben wir uns als Kinder regelmäßig gesehen. Zumindest hat Anne mir das erzählt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.«
Er sah, wie sich Irenes Augen mit Fragen füllten und überlegte, ob es nicht zu leichtsinnig gewesen war, ihr diese Dinge zu erzählen. Der Kanon der angelitischen Kirche besagte, dass die Geheimnisse der Himmel den Seelen der Laien verschlossen waren und dass es zu Ketzerei führen würde, wenn sie allzu leichtfertig verbreitet würden. Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß es selbst ja nicht so genau. Aber ich glaube, ich war nicht immer ein Engel. Anne ist, war Begine. Sie lebte im Kloster von Cluny. Irene nickte nur stumm. Er sah, dass sie verstand, was Anne ihm bedeutete, ohne dass er mehr dazu sagen musste. Und er war ihr dankbar dafür. Weißt du, wie die Leute dich hier im Dorf nennen? Er schüttelte den Kopf. Sie reden über mich? Fragte er erstaunt. Irene lachte auf. Aber natürlich tun sie das. Die Leute hier reden über alles Außergewöhnliche. Und wenn gerade nichts Außergewöhnliches passiert, reden sie über das Gewöhnliche, als sei es außergewöhnlich. Ich verstehe, sagte Kaliel. Und ich nehme an, ein Engel ohne Flügel ist etwas ziemlich Außergewöhnliches. Allerdings, du bist der Erste, den wir in Valenkas haben. Aber da sie dich nie zu Gesicht bekommen, ist das meiste, was sie reden, dummes Zeug. Wie nennen mich denn nun die Leute, Irene? Hiob. Erstaunt sah Kaliel sie an. Pascal hat erzählt, man habe ihn gelehrt, in der Heiligen Schrift stünde etwas über einen Engel, der einer Stadt von ihrer Vernichtung berichten sollte und dem schreckliche Dinge widerfahren sind. Kaliel schüttelte lächelnd den Kopf. Nein, nein, das war ein Prophet namens Jona. Ein Mann, der von Gott auserwählt wurde, sein Bote zu sein, in einer Zeit lange vor der zweiten Sintflut und dem Weiztanz, einer Zeit, in der die Engel nur selten vom Himmel herabkamen. Er wollte dem Herrn nicht dienen und versuchte, vor seiner Berufung in eine Stadt namens Ninive zu fliehen. Aber als er mit einem Schiff in See stach, schickte der Herr einen Sturm und das Schiff wurde zerstört. Jona wurde von einem Wal verschlungen und lebend wieder ans Ufer gespien, damit er geläutert die Aufgabe des Herrn vollbringen konnte. Irene hörte ihm aufmerksam zu. Erzählt euch euer Priester diese Geschichten nicht? Oh, das meiste, was er erzählt, ist auf Latein. Und ich dachte immer, es wären Zauberformeln und der Segen gegen Krankheiten. Erzähl weiter. Was ist mit diesem Jona dann geschehen? Er hat sich natürlich dem Willen des Herrn gebeugt und seine Botschaft überbracht. Aber die Stadt, für die die Botschaft bestimmt war, war längst dem Untergang geweiht, weil sie sündhaft und böse war. Nicht wie Cluny. Nein, nicht wie Cluny. Und ein Wal hat mich auch nicht bei euch an Land gespien. Und einen Engel, der Hiob heißt, den gibt es auch nicht? Nein, Hiob war auch ein Mensch. Der Herr lieferte ihm den Widersacher aus, um diesen zu zeigen, dass er seine Gottesfürchtigkeit nicht, wie der Satan behauptet hatte, durch Reichtum und Kindersegen gekauft hatte. Der Widersacher tötete sein Vieh und seine Kinder und ließ ihn krank werden. Doch Hiob blieb bei seinem Glauben und wurde am Ende vom Herrn belohnt. Irene wollte noch mehr über die Propheten aus der Heiligen Schrift erfahren, und so erzählte Kaliel ihr alle Geschichten, die er kannte. Als sie ihn fragte, ob die Geschichten denn wahr seien, schwieg er lange und dachte intensiv nach. Sie sind heilig, antwortete er ihr schließlich. Hiob. Als Irene und ihre kleine Familie zu Bett gegangen waren, lag Kaliel noch sehr lange wach und dachte über das nach, was er ihr erzählt hatte. Er dachte an die Engel und die Propheten aus den alten Geschichten und fragte sich selbst, ob sie wahr waren. Kaliel, das war ein Engelsname, sein Engelsname. Aber war er ein Engel? Er hatte seine Flügel verloren. Aber er war nicht tot. Und wenn die alten Geschichten wahr waren, dann hieß das, dass der Herr noch etwas mit ihm vorhatte. Er wusste nicht, ob er sich darüber freuen sollte. Kaliels Genesung schritt jetzt schneller voran. Es dauerte nicht lange, bis er von seinem Lager aufstehen und vorsichtig, gestützt auf eine hölzerne Krücke, die ihm Irene geschnitzt hatte, ein paar erste Schritte herumlaufen konnte. Er war offensichtlich froh, nicht mehr einfach daliegen zu müssen
und versuchte, sich nützlich zu machen. Was weder Irene noch Marie ihm abschlagen konnten. Später, wenn er nicht dabei war, sprachen sie darüber, wie er einen ganzen Nachmittag mit einem kleinen Tuch und etwas Wasser und Öl eine Holzschale gereinigt und poliert hatte, so dass sie danach wieder glänzte wie neu. Besonders amüsiert hatte Irene, wie er Pauline einmal ein Dutzend Eier verkauft hatte und ihr die Tür vor der Nase zumachte, nachdem er ihr 10-Cent-Stück entgegengenommen hatte. Sogar Marie hatte verstohlen geschmunzelt und Dominik mit dem Wechselgeld an die Tür geschickt. Je kräftiger er wurde, desto unruhiger wurde Kaliel auch. Wie ein gefangenes Tier im Käfig lief er in der Stube auf und ab und fragte Irene immer wieder, ob er ihr nicht auch auf der Weide mit den Kühen helfen könne. Sie musste zugeben, sie fürchtete sich ein wenig davor, mit Kaliel aus dem Haus zu gehen. Sie wusste, wie die Leute ihn anstarren würden, und es war ihr unangenehm. Aber vielleicht war es am besten, erst einmal am Abend mit ihm hinauf auf die Weide zu gehen. Mit etwas Glück würden sie niemandem begegnen, und sie würde sich schon daran gewöhnen, mit ihm hinauszugehen. Natürlich wusste sie auch, dass die Weide ihm nicht lange reichen würde. Wenn er gesund genug war, würde er wieder fortgehen. Aber irgendwie schien ihr dieser Moment noch fern zu sein, und sie schob den Gedanken daran energisch beiseite. Sie hatte Kaliels Kleidung zwar gewaschen und aufbewahrt, aber abgesehen davon, dass sie immer noch voller Risse und Brandlöcher war, eignete der lange Leinenrock sich absolut nicht zur Feldarbeit. Also hatte sie ihm ein paar alte Sachen von Jean herausgesucht und ihn neu eingekleidet. Es war ein ungewohnter Anblick, wie er da so vor ihr stand. Die Wollbeinlinge waren ihm zu weit und der graue Fischerkittel reichte ihm bis über die Knie. Jean war fast einen Kopf größer gewesen als der Engel. Das Ungewöhnlichste aber war sein helles Gesicht mit den feinen Linien der Skriptura, der Tätowierungen, die die Haut des Engels zierten, aus den Falten der Kapuze leuchten zu sehen. Auch wenn die eine Seite mit dünnen, rosigen Narbengewebe überzogen war, das die seltsame blau-schwarzen Zeichen auf seiner Haut überdeckte, wirkte er immer noch fremd und dabei unendlich schön. Seine grünen Augen strahlten sie unter der schwarzen Wolle der Kapuze an, und sie musste lachen, als sie seinen Blick erwiderte. Unbewusst streckte sie die Hand aus, um Kaliels blondes Haar unter der Kapuze hervorzuholen, hielt aber mitten in der Bewegung verwirrt inne. Auf dem Weg in den Wald bestand Kaliel darauf, an der Absturzstelle vorbeizugehen. Bis auf die hohlen Panzer der beiden Dämonen waren kaum noch Spuren des Kampfes zu erkennen. Aber er stand lange an der Stelle, an der Irene ihn gefunden hatte, und starrte durch eine Lücke im dichten Geäst in den Abendhimmel. Irenes Kühe mochten ihn. Zuerst waren sie scheu, wie bei jedem Fremden. Aber als Kaliel langsam auf sie zuging, liefen sie nicht weg, sondern reckten ihm neugierig ihre großen, dunklen Schnauzen entgegen. Irene ließ Kaliel die Kühe eine nach der anderen zum Melken in den Stall führen und verrichtete dann die anderen notwendigen Arbeiten, während sie Kaliel den Zaun abgehen ließ, um nachzusehen, ob er auch überall intakt war. Auch wenn sie nicht viel redeten, gefiel es ihr gut, hier oben nicht allein zu sein. Auf dem Weg zurück ins Dorf war Kaliel mit einem Mal sehr nachdenklich. Nach einiger Zeit blieb er abrupt stehen und schlug die schwarze Wollkapuze zurück. »Schau mich an, Irene. Was siehst du?« Vorsichtig setzte sie die beiden blechernen Milchkannen auf den unebenen Waldboden ab und sah ihn lange an. »Ich sehe dich, Kaliel.« Als ich zum letzten Mal an diesen Ort kam, war ich ein Engel. Mit mächtigen Schwingen trotzte ich über den Bäumen, dem Sturm, und kämpfte mit übermenschlicher Kraft gegen die Höllenbrut des Herrn der Fliegen.
Jetzt sind meine Schwingen verbrannt. Ich trage die Kleider deines Mannes, als wären es meine. Kaliel ist ein Engelsname. Ich aber bin kein Engel mehr, Irene. Sie sah ihn erschrocken an. Von jetzt an werde ich heißen, wie die Leute aus deinem Dorf mich nennen. Hiob.